Der neunte Weg, Alvan, von Tom Baumann. Mut, Stärke, Macht, Kampfeswille, Güte, Genügsamkeit, Gottesfürchtigkeit, Klugheit und Liebe. Dies sind die Wege, die Malaos uns befiehlt. Der neunte Weg aber ist der einzige unter ihnen, den niemand allein gehen kann. Prolog. Jetzt galt es. Heiß und erbarmungslos blies Kelden der Weststurm Milliarden kleine Geschosse ins Gesicht. Mit halb zugekniffenen Augen und die Arme schützend vor der Brust verschränkt, kämpften sich er und seine drei Mitstreiter durch die wogenden, goldenen Dünen. Plötzlich glaubte er, durch das wilde Sandgestöber hindurch eine dunkle Erhebung in der Ferne ausmachen zu können. Augenblicklich hob er seine in den dicken Lederhandschuhen schwitzende Hand. »Da vorne ist die Höhle!« schrie er gegen das hellzischende Brausen an, das von Moment zu Moment stärker zu werden schien. Er deutete in die Ferne. »Euch ist doch klar, dass wir die nächste Sonne nicht mehr erleben werden!« rief einer seiner vermummten Begleiter zurück. Kelden drehte sich langsam und mit finsterer Miene zu ihm um. »Heute, und nur heute, haben wir vielleicht eine kleine Chance. Vertraut mir, sie ist momentan sehr geschwächt. Tut euer Bestes und wir kommen vielleicht mit unserem Leben davon.« Zwei seiner Begleiter schluckten tief, zögerten einen Augenblick, folgten ihrem Anführer aber weiter, auch wenn ihnen jeder Schritt wie ein Gang zur Schlachtbank vorkam. Kurze Zeit später hatten die vier Männer ihr Ziel erreicht. Einen tiefschwarzen Höhleneingang am Fuße des Noctier-Massivs, der größten Erhebung im Doriengebirge, direkt an der Westküste des Landes Mengor gelegen. Kelden atmete noch einmal tief ein und aus. Er fühlte nun ebenfalls eine außerordentliche Anspannung. Sein Herz schlug schneller und härter, dicke Schweißtropfen perlten von seiner Stirn. Nicht nur aufgrund der bedrückenden Wüstenhitze. Für einen Moment schloss er die Augen, versuchte seine Angst so gut es ging unter Kontrolle zu halten. Dann wagte er einen Schritt in den finsteren Schlund. Zwei seiner Begleiter zogen ihre Schwerter und folgten ihm vorsichtig, sich ständig nach allen Seiten umschauend. Der dritte blieb stehen und sah ihnen lächelnd nach. Als die Männer bereits ein ganzes Stück in die gähnende Leere vorgedrungen waren, hielt Kelden inne und nahm seine Kapuze ab. Sein wallendes, hellbraunes Haar fiel über seine breiten Schultern. Langsam streckte er seine Hand aus, die Innenfläche nach oben gerichtet. Nur einen Augenblick später begann sie zu leuchten. Langsam zog er seine Hand zurück. Vor seiner Brust schwebte nun eine kopfgroße Lichtkugel, die ein gespenstisches, bläuliches Licht an die kargen Felswände des Tunnels warf, in dem die kleine Gruppe sich nun befand. »Sie muss tief im Bauch dieses Berges schlafen. Ich kann ihren Atem bis hierher spüren,« flüsterte Kelden. Wieder sahen sich seine Begleiter ängstlich an. »Es beruhigt mich sehr, dass sie auch nach all diesen Gemähen noch weiche Knie bekommt. Mir geht es nämlich nicht anders,« sagte Kelden lächelnd. »Bei Ketel! Gegen diese Kreatur waren die anderen nur harmlose Schoßhunde,« entgegnete der hagere, schwarzhaarige Mitschreiter Keldens und seufzte tief. »Warum seid ihr so sicher, dass sie gerade jetzt geschwächt ist?« »Die Akanas ist ein mächtiger Verbündeter, mein lieber Geran,« antwortete Kelden. »Glaubt mir, sie hat nach vielen Gemähen endlich ihr Ei gelegt. Sie wird lange Zeit brauchen, um sich davon zu erholen. Wenn wir jetzt diese Chance verpassen, wird sie vielleicht nie wieder getötet werden. Wir müssen es heute schaffen. Ihr wisst, was uns bevorsteht, wenn ihr Junges schlüpft.« Er machte eine kleine Pause, in der er sich seinen eigenen Angstschweiß von der Stirn wischte. »Baut nun die Lanzen zusammen und tut einfach das, was ihr immer tut. Und nun los, wir haben nicht viel Zeit.« Seine Begleiter nickten stumm und taten, wie ihnen geheißen. Der Weg hinab war lang und zerrte an den Kräften der Männer, doch Keldens Kugel spendete ihnen ausreichend Sichtweite und leitete sie immer tiefer in den Bauch des Bergmassivs, bis sie am Ende des immer breiter werdenden Tunnels endlich ein schwaches Schimmern erkannten. Fast gleichzeitig konnten nun auch Keldens Begleiter dieses eigenartige, in kurzen Intervallen auftretende Brummen hören, das ihr Anführer schon am Eingang der Höhle wahrgenommen hatte. Mit jedem Schritt wurde es lauter und klarer, bis es sich wie ein mächtiger Atem aus gigantischen Nüstern anhörte. Mit fest zugekniffenen Lippen und von innen an die Brust hämmernden Herzen betraten die Männer die riesige Grotte am Ende ihres Weges. Die Mitte war angefüllt mit einer diffus leuchtenden Flüssigkeit, die an einigen Stellen in dicken Tropfen von der Decke des Gewölbes in den glühenden See platschte. Der mächtige Atem war nun so laut und nah, als bliese er den Männern direkt ins Gesicht. Und nun sahen sie auch seine Quelle.
Am Rand des Gewässers, auf der anderen Seite der Grotte, lag ein riesenhafter, blutroter Drache, dessen massiger, grob geschuppter Leib sich bei jedem Atemzug hob und senkte. Die angsteinflößend schöne Kreatur hatte sich im Schlaf gemütlich zusammengerollt, maß aber selbst in dieser Haltung noch an die 20 Arm Länge und 8 Arm Höhe. Sogleich ließ Kelden seine Lichtkugel verschwinden. Gerans Hände begannen zu zittern. »Ich muss mich berichtigen. Gegen dieses Urdrachenweibchen wirken alle anderen, die wir bisher getötet haben, wie winzige Mäuschen«, flüsterte er entgeistert. »Wir werden sie überraschen«, flüsterte Kelden zurück. »Ihr schleicht euch vorsichtig von beiden Seiten an. Einer von uns muss um das Gewässer gehen und ich werde versuchen, sie zu lähmen. Der Zauber wird wahrscheinlich nur einige Augenblicke anhalten. Ihr schlitzt sie dann von beiden Seiten auf. Sie wird sich vor Schmerzen aufbäumen. Wenn sie das tut, schleudere ich ihr einen Blitz ins Herz. Und kommt bloß nicht mit ihrem Blut in Berührung. Es wird um einiges heißer sein als siedendes Öl. Alles verstanden?« Geran und Farsul nickten stumm. Etwas zögerlich machten sie sich auf den Weg. Der Atem des Drachenweibchens war noch immer ruhig und flach. Es schien die Männer bisher nicht bemerkt zu haben, die sich ihm Schritt für Schritt von drei Seiten näherten. Als seine Gefährten ihre Position erreicht hatten, ließ sich Kelden direkt vor der schlafenden Kreatur langsam auf seine Knie sinken und schloss konzentriert die Augen. Mit angehaltenem Atem beobachteten Geran und Farsul ihren Anführer. Dieser streckte nun seine Arme weit in die Höhe, bis es zwischen ihnen leicht zu glimmen begann. Der Atem des Drachenweibchens wurde zunehmend schneller und unruhiger. Langsam drückte Kelden sich in die Höhe. Das Licht zwischen seinen Armen war nun so hell, dass seine Mitstreiter die Augenlider leicht schließen mussten. Kein Moment zu früh, denn plötzlich durchzuckte ein gleißender Lichtblitz die Grotte, die den Drachen übergangslos aufschrecken ließ. Kelden riss die Augen auf. Sein Zauber hatte gewirkt. Die imposante Drachenmutter war erwacht und versuchte verzweifelt, sich aufzurichten. Sie schaffte es nicht. »Jetzt!« schrie Kelden den anderen zu. Fast panisch ließen sie ihre Lanzen in den massigen, paralysierten Körper fahren, was einige Kraft erforderte. Sie schlitzten das rosige Fleisch auf wie ein Brotlaib. Augenblicklich schoss das tiefschwarze Blut des Drachen in hohem Bogen, zischend und dampfend, aus den tiefen Wunden. Geran konnte gerade noch zur Seite hechten, bevor ihn der siedend heiße Schwall übergossen hätte. Farsul jedoch reagierte zu langsam. Die tödliche, dicke Flüssigkeit übergoss ihn vollständig. Schreiend ließ er sich auf den Boden fallen und wälzte sich panisch hin und her, bis er endlich auf dem Bauch liegen blieb. Die Bewegungen des Urdrachen wurden nun heftiger. »Sie befreit sich! Bring dich in Sicherheit!« rief Kelden dem wie erstarrt dastehenden Geran zu. Es war zu spät. Der Zauber wirkte nicht mehr. Augenblicklich hatte sich der Drache zu seiner ganzen majestätischen Größe erhoben, streckte seinen gehörnten Schädel in die Höhe und ließ einen so markerschütternd lauten Schrei erklingen, dass der Boden unter ihren Füßen bebte. Ein Felsbrocken löste sich aus der Höhlendecke und bohrte sich nur zwei Arme neben dem Arkanen in den Grund. Nun war auch Kelden wie erstarrt, jedoch nur für einen Atemzug. Mit angespannten Muskeln ballte er seine Fäuste so fest, dass die Adern auf seinem Rücken fast zu platzen drohten. Mit einem verzweifelten Schrei riss er sie in die Höhe. Ein greller Blitz, so dick wie ein Wagenrad, entfuhr seiner bebenden Brust, begleitet von einem ohrenbetäubenden Donner, der abermals mehrere dicke Steine aus der Grottendecke löste. Der Lichtstrahl bohrte sich direkt in den Bauch des noch immer vor Schmerz schreienden Drachen und riss eine tiefe Brandwunde hinein. Nun konnte auch Geran wieder seine Lider bewegen. Mit einem mächtigen Sprung rettete er sich hinter einen niedergegangenen Felsbrocken. Der Blitz hatte das Drachenweibchen schwer verletzt, aber tot war sie noch lange nicht. Kelden sah sich nun Auge in Auge mit der tobenden Kreatur und wich sofort zurück, als sich ihre schmerzverzerrte Fratze drohend in seine Richtung bewegte. Nur einige Schritte konnte er weichen, dann hatte er das leuchtende Gewässer im Rücken und sah sich verzweifelt um. Das wütende Reptil rollte wie eine Lawine auf ihn zu und riss das mit 1000 scharfen Zähnen bewaffnete Maul auf. Der Arkane wartete keinen Augenblick länger, drehte sich um und hechtete im hohen Bogen ins Wasser, bevor der gigantische Feuerstrahl des Drachen ihn treffen konnte. Wie eine glühende Woge jagte der Feuerschwall über die Wasseroberfläche und Keldens Kopf hinweg. Als das Drachenweibchen erkannte, dass sie ihr Opfer verfehlt hatte, schrie sie abermals hell auf, machte dann aber kehrt und trampelte außer sich vor Wut auf Gerans Felsenversteck zu. Kelden war zwar dem Feuerstrahl des Drachen entkommen, befand sich aber nun in einer misslichen Lage. Zwar konnte er den festen Grund der Lache unter seinen Schuhsohlen spüren und hätte leicht emporspringen können. Das Drachenfeuer hatte jedoch die gesamte Wasseroberfläche in Brand gesetzt, sodass der Magier unweigerlich unter Wasser gefangen war. Mit verzweifeltem Blick sah der Tauchende nach oben und betete, dass die Flammen verschwinden mögen, bevor ihm die Luft ausginge. Aber sie verloschen nicht. Einen Moment wartete Kelden, dann sah er ein, dass er seine letzten Arkanreserven mobilisieren musste, wenn er dieser Falle entkommen wollte. Angespannt schloss er seine Augen und versuchte, sich zu konzentrieren. Er streckte abermals seine Arme aus. Fast ängstlich wagte er einen Blick an die Oberfläche. Er hatte es geschafft.
Direkt über ihm hatte sein Zauber ein kleines Loch im Flammenteppich entstehen lassen. Verzweifelt versuchte er, einen letzten Zauber zu wirken, bevor seine Kräfte ihn unweigerlich verlassen würden. Als er die Augen wieder öffnete, glühten sie in einem tiefen Blau. Mit einem befreienden Schrei, der den letzten Rest Atemluft aus seinen Lungen presste und in dicken Blasen an die Oberfläche strebte, wurde sein Körper emporgerissen. Begleitet von einer schäumenden, glühenden Fontäne schoss Kelden aus dem Wasser hoch in die Luft. Noch im arkanen Sprung und mit nur einem kurzen Blick erkannte er die brenzliche Situation, in der Geran steckte. Der Drache hatte ihn fast erreicht. In Todeserwartung hielt er schützend seine Arme vor dem Kopf verschränkt. Im hohen Bogen flog Kelden durch die Grotte, landete hart, aber zielgenau auf dem zerfurchten Schädel des Untiers. Noch bevor das Drachenweibchen wusste, wie ihr geschah, flog die blutverschmierte Lanze des toten Fasul durch die Luft und landete direkt in der Hand des Arkanen. Keuchend nahm er sie in beide Hände und erhob sie zum Stoß. Der Drache öffnete sein Maul. Es war zu spät für Geran. Einen Augenblick, bevor Kelden die silberne Lanzenspitze durch die feine Spalte in den roten Hornplatten des Drachenschädels stieß, entfuhr dem Maul des rasenden Tiers ein letzter Feuerschwall, der Geran augenblicklich zu Staub zerfallen ließ. Nach dem tödlichen Stich bäumte sich das Ungetüm ein letztes Mal auf. Kelden hielt sich krampfhaft am Schaft der Lanze fest, dann sackte der massige Leib lautlos zusammen. Kelden wurde mit ihm in die Tiefe gerissen, konnte sich aber fest genug an eines der schwarzen Hörner klammern, um nicht zu fallen. Leblos blieb der Drache liegen. Kelden rollte sich im letzten Moment vom Kopf der besiegten Kreatur zu Boden, bevor das siedende Blut ihn überfließen konnte. Schwer atmend und erschöpft blieb er einen Moment lang liegen und starrte an die Decke. Dann rappelte er sich mühsam auf. Seine Kleidung tropfte und über mit Staub und Schmutz bedeckt. Notdürftig versuchte er, ihn abzuklopfen, aber es hatte keinen Sinn. Leicht humpelnd ging er auf den Platz zu, an dem das Drachenweibchen zuvor seine vielen Gemähen langen Schlaf gehalten hatte. Dort schien etwas Gräuliches zu liegen. Kelden ahnte, was es war. Mit schmerzverzerrtem Gesicht hinkte er weiter, bis er das etwa 2 Arm hohe, ovale Objekt erreicht hatte. Es war ein Ei. Er atmete tief aus, dann legte er seine Hand auf die raue Oberfläche. Etwas schien sich unter der dicken Schale zu bewegen. »Du kommst mit mir«, flüsterte er. Dann bewegte er seine Handflächen schnell über dem ovalen Objekt. Augenblicklich wurde es von einer knisternden, bläulich schimmernden Schicht überzogen. Das Poltern in seinem Innern verstummte. »Das hast du gut gemacht, mein Sohn«, sagte eine weiche, fast sanfte Stimme hinter ihm. Kelden drehte sich nicht um. »Dein letzter Test. Nun bist du wahrlich der größte aller Krieger.« Aran trat von hinten an ihn heran und legte seine Hand auf seine Schulter. Das war das älteste Weibchen, wahrscheinlich der mächtigste aller Drachen. »Und sie war vielleicht die letzte ihrer Art«, erwiderte Kelden mit gesenktem Kopf. »Mach dir keine Sorgen«, antwortete Aran. »Auch die ältesten Geschöpfe sollten irgendwann sterben. Alles andere wäre wieder die Natur.« »Aber wie viele? Wie viele müssen wir noch töten?« Sein Vater sah ihn ernst an. »Die Kleinen? So viele, wie der König verlangt. Alle, wenn es nötig ist.« »Vergiss nicht, wem du deine Treue geschworen hast und wer dafür den Kopf hingehalten hat.« Aran stand auf. »Heute allerdings sind wir nicht nur für den König gekommen, sondern auch für uns. Dir ist das Ei versprochen, aber auch ich bin für mehr als einen weiteren toten Drachen gekommen.« Er ging zu einer nicht sonderlich großen Felsformation hinüber, die sich direkt vor einer fast zu glatten Felswand befand und sah sich den Bereich dahinter genau an. »Was meinst du?« merkte Kelden auf und folgte ihm. »Irgendwo hier muss sich ein Eingang befinden, eine Luke, eine Höhle. Such mit«, sagte Aran und deutete auf die rötlich-braune Wand vor ihnen. Nach kurzer Suche wurden sie fündig. Unter einer ovalen, dicken Felsplatte führten grob gehauene Stufen in die Dunkelheit hinab. »Ich gehe vor«, sagte Aran bestimmt und tat es. Kelden folgte vorsichtig. »Was tun wir hier, Vater?«, flüsterte er angespannt. »Mach dir nicht ins Hemd, es sollte sicher sein«, erwiderte Aran kindlich erregt und hob die Hand. Eine kleine Lichtkugel erschien aus dem Nichts und leuchtete ihnen den schmalen Pfad hinab in die Schwärze. Nach einer halben Ewigkeit endete der Gang in einem kreisrunden Loch im Boden, in das Kelden beinahe gestürzt wäre. Sein Vater hielt ihn am Arm fest. »Vorsicht, Tölpel! Siehst du die Sprossen da? Wir klettern, ich zuerst.« Er stieg vorsichtig die metallenen, halbrunden Stäbe hinunter, die in den Fels eingelassen und wie eine Strickleiter nach unten hin aufgereiht waren. Kelden war nicht ganz wohl dabei, doch folgte er seinem Vater abermals. Immer weiter hinein in den Bauch des Grundes führte sie ihr Weg, durch weitere Gänge, weitere Stiegen hinab, bis sie an einer Tür aus Metall angelangt waren, wie sie Kelden noch nie gesehen hatte. Sie war mit leuchtenden roten und gelben Farben bemalt. Unleserliche Zeichen prangten darauf. Aran suchte nach einem Öffnungsmechanismus, konnte aber keinen finden.
»Los, zusammen«, sagte er und hob beide Arme, die Handflächen nach vorne gerichtet. Kelden verstand und hob ebenfalls die Hände. »Auf drei«, sagte Aran. »Eins, zwei«, er schloss konzentriert die Augen. »Drei«. Mit einem ohrenbetäubenden Knall wurde die dicke Tür aus den Angeln gerissen und flog mit einem tiefen Rumpeln in den dahinterliegenden Raum hinein. Sie betraten ihn. Staunend riss Kelden den Mund auf, als Aran seine Lichtkugel noch heller strahlen ließ. Sie befanden sich in einem kuppelartigen Gewölbe, das augenscheinlich nicht natürlichen Ursprungs war. Die Wände waren glatt und mit einer glänzenden gelben Substanz überzogen. Ringsherum verlief ein, in knapp drei Armen Höhe eingelassener Rundgang aus Metall, der mit einem feinmaschigen Gitter zur Raummitte hin versehen war. Überall prangten weitere unbekannte Schriftzeichen und Symbole. In der Mitte des Gewölbes befand sich eine durchsichtige Kuppel, die gänzlich aus einem fingerdicken Kristall zu bestehen schien. Darin standen mehrere hüfthohe Truhen oder Schränke mit allerlei bunten Erhebungen und Hebeln, sowie einer ganzen Reihe schwarzer Spiegel, die neben und übereinander in eine Art Schrankwand eingelassen waren. »Vater, jetzt sag mir aber schon, was ist das für ein Ort?« Aran betrat die Kristallkuppel und drückte auf einige der roten, grünen und gelben Flächen. Er lächelte Kelden geheimnisvoll und offensichtlich sehr zufrieden an. »Das hier, mein Sohn, ist eine Klinge des Bolzenschneiders.« Er grinste nickend. Der neunte Weg, Alvan, von Tom Baumann. Kapitel 1 – Geburt. Ein frostiger Schauer überzog schon die schroffen Felsen und sanften Hügel des Landes Kryn. Der eisige Hauch, der von Mernow her an die fein weiß bedeckte Küste blies, wurde zunehmend schneidender und ließ das dunkelgraue Meerwasser schäumen. Hier und da hatten sich bereits kleine Eisschollen gebildet und an Land erstarrte schon das grüne Leben. Kleine Schneewehen kündigten stumm an, dass die malerische Ebene bald von einer dicken, weißen Schicht funkelnder Kristalle bedeckt sein würde. Eine feine Eisschicht glitzerte auf dem scharfkantigen, nackten Geröll, über das, vorsichtig Schritt vor Schritt setzend, zwei dick eingekleidete Gestalten der Küste zustrebten. Es waren die einzigen Lebewesen, die in dieser unwirtlichen Landschaft zu sehen waren. Unter der dicken Fellmütze der kleineren Gestalt lugte lediglich ein langer, brauner Haarschopf hervor, der im salzigen Seewind flatterte. »Keine Bange, wir sind bald da«, sagte sie und strich beruhigend über den Rücken der größeren Gestalt. »Ja, ich erinnere mich daran, dass du das schon behauptet hast, bevor meine Zehen erfroren sind, Laria«, brummte diese und zog ihre Fellmütze zum Schutz gegen den schneidenden Wind tiefer ins Gesicht. »Die tauen schon wieder auf. Im Bijin ist es mollig warm. Glaub mir.« »Siehst du, da ist er schon«, sagte Laria beruhigend und deutete auf den Horizont, der ein diffuses Schimmern angenommen hatte. Und tatsächlich, je näher sie dem grünen Band kam, desto angenehmer wurde es. »Venkor, du kannst dir nicht vorstellen, was das ein Gefühl ist, wieder zu Hause zu sein.« Erstaunt sah Venkor zum Horizont, an dem sich ein gigantisches Waldgebiet von links nach rechts erstreckte, soweit das Auge reichte. »So groß hatte ich ihn mir gar nicht vorgestellt«, sagte er. »Und er ist noch viel größer, als du denkst. Der schönste Ort der Welt, wunderschön und unvorstellbar grausam«, antwortete Laria im Flüsterton. »Komm, ich höre ihn schon rufen.« Es dauerte noch eine Weile, bis sie den Waldrand endlich erreicht hatten. Rund um den Bijin war die dicke Schneedecke zu einem Streifen von etwa 10 Armen Breite geschmolzen und das satte Grün des Grases kam in seiner ganzen Pracht zum Vorschein. In der wärmenden Aura des Waldes schien der Winter seine Macht verloren zu haben. Der zarte Duft des Frühlings hüllte die Reisenden ein. Sie genossen die blumige Luft eine Weile. »Ist er nicht unglaublich?« seufzte die Elbin selig. »Naja, also bisher sieht er genauso aus wie ein Wald«, entgegnete Venkor und grinste. »Du alter Miesmacher«, sagte Laria und boxte ihm spielerisch auf den Oberarm. »Lass die Witze und zieh dich lieber aus.«
Sie streifte ihre Felljacke ab. Nun zeichnete sich ihr dicker Bauch ganz deutlich unter ihrem grünen Wollhemd ab. Venko kratzte sich am Kopf. »Sag mal, muss das sein?« fragte er. »Bitte, Venko, es ist nun mal Tradition. Tu es mir zuliebe, bitte. Und zier dich nicht so, ich hab dich schon mal nackt gesehen.« Sie öffnete die groben Holzknöpfe ihres Hemdes. Venkor blies missmutig seine Backen auf und streifte sich seinen Fellmantel ab. »Tradition hin oder her, die letzte Hülle bleibt«, sagte er und deutete auf seine Gürtellinie. »Jetzt stell dich nicht so!« Laria konnte den Satz nicht beenden. Ein gellender Schrei drang plötzlich aus dem stacheligen Dickicht des Waldes. Die beiden schreckten auf. »Was war das?« flüsterte Venkor und tat einen Schritt in den Bijin. »Nein, bleib hier!« sagte Laria hastig und griff nach seiner Schulter. »Den kannst du eh nicht mehr helfen!« Der Schreier tönte erneut. »Ich weiß zwar nicht, wie du das meinst, aber ich muss nachsehen, was da los ist. Da ist sicherlich jemand in einer Notlage.« Venkor rannte los. »Warte!« rief Laria. »Warte auf mich!« Als Venkor und Laria die Quelle der Schreie erreicht hatten, stockte ihnen der Atem. Vor ihnen reckte sich ein mächtiger Baum mit fast schwarzer, tief zerfurchter Rinde in die Höhe. Zwischen den Ästen kopfüber ein mittelgroßer, braunhaariger Mann, der markerschütternde Schreie ausstieß und wild zappelte. Etwa 5 Arm unter ihm stand ein weiterer Fremder, der wie versteinert war. »Es sieht aus, als ob der Baum ihn festhält«, stieß Venkor schweratmend aus. »Das tut er«, antwortete Laria dunkel. »Du kannst ihm nicht mehr helfen, sieh lieber nicht hin.« Venkor schien ihre Worte nicht beherzigen zu wollen und machte ein paar Schritte auf den starr und hilflos Dastehenden zu. Er fasste seine Schulter und riss ihn herum. »Was ist passiert, Mann?«, fragte er ihn. Abermals schrie der Fremde über ihren Köpfen. Venkor sah nach oben. »Schau nicht hin!« rief Laria Venkor zu, aber es war schon zu spät. Ein weiterer Ast löste sich aus dem üppigen Laubwerk des schwarzen Riesen, schwang bedrohlich aus und schnellte auf den hilflos baumelnden Fremden zu, den er bereits in seinen harten Klauen hatte. Mit einem einzigen mächtigen Stoß durchbohrte er seinen Brustkorb. Dann schwang der lebende Ast zurück und stieß ein weiteres Mal unbarmherzig in den bereits toten Leib seines Opfers. Ein Schwall warmen Blutes ergoss sich auf die beiden fassungslos dastehenden Männer. Nur einen Augenblick brauchte Venkor, um sich wieder zu fassen. Dann packte er den Mann, wuchtete ihn sich auf die Schulter und lief in Larias Richtung davon. Der Baum ließ sein Opfer los. Dumpf schlug er auf den dicht bewachsenen Waldboden und blieb regungslos liegen. »Lass ihn los, Venkor!« schrie Laria. »Geh weg von ihm, du kannst ihm nicht helfen!« Venkor konnte hören, wie der Baum sich hinter ihm bewegte. Das Knarren und das wilde Rauschen der Blätter ließen ihm einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Dieses Mal befolgte er Larias Rat. Er ließ den furchterstarrten Leib des Fremden zu Boden fallen. Ohne sich umzudrehen, rannte er auf Laria zu. Blitzschnell hatten die tentakelartigen Äste ihr zweites Opfer an Hals und Beinen gepackt und hoch in die Luft gezogen. Venkor hatte Laria erreicht. »Bleib dicht bei mir, dann kann dir nichts passieren«, flüsterte sie und schloss die Augen. Nur einen Wimpernschlag, bevor der Baum den Mann unbarmherzig und mit nur einem kräftigen Ruck in der Luft zerriss. Dann ließ er ihn fallen. Venkor sah schweratmend in böser Erwartung auf, sodass er gerade noch sehen konnte, wie die zerschundenen Körper der beiden Männer augenblicklich von gelblich schimmernden Schlingpflanzen überwuchert wurden, bis nur noch 2 kleine Erhebungen im Waldboden zu erkennen waren. Eine Art Schatten huschte davon, den Venkor bisher nicht bemerkt hatte. Er war diffus und hell gewesen, als würde er zu einer gläsernen Kreatur gehören, die genauso schnell verschwand, wie sie erschienen war. Venkor rieb sich die Augen. »Hast du das gerade auch gesehen?«, fragte er verwundert. »Warum haben sie sich auch ohne Führer in den Wald gewagt?«, sagte Laria kopfschüttelnd. »Jeder müsste wissen, dass der Bijin seine Kinder unerbittlich beschützt. Manche scheinen es einfach nicht glauben zu wollen.« Plötzlich griff sie sich an den Unterleib und stöhnte vor Schmerzen auf. »Was hast du? Bist du in Ordnung?«, fragte Venkor besorgt und legte seine flache Hand auf Larias Bauch. »Ich glaube, es geht schon, aber das Kind will nicht länger warten. Wir müssen uns beeilen.« Szenenwechsel. Wer kann mir den Namen des mächtigsten Arkanen nennen, der jemals lebte? Dutzende Arme und die dazugehörigen Zeigefinger reckten sich mal mehr, mal weniger begeistert in die Luft. Der graumelierte Fragensteller mittleren Alters, der, gekleidet in einen tiefblauen Talar, vor dem anwesenden Personen hinter einem wuchtigen Pult stand, deutete auf einen wesentlich jüngeren Mann und lächelte. »Ja, Hal«, sagte er. Der Angesprochene ließ, wie die übrigen Personen, seinen Arm sinken und stand auf. »Ich, kann eure Frage eigentlich nicht beantworten, Meister Gim«, sagte er schüchtern. »Aber bitte erlaubt mir, euch eine Frage zu stellen.« Gim seufzte. »Ja, ich hab damit gerechnet, dass ihr neugierig sein werdet. Es ist jede Gimähe zu Studienbeginn dasselbe. Aber ich kann nicht dulden, dass die Lehre darunter leidet.«
Da dies unser erster gemeinsamer Unterricht ist, seid ihr wohl noch nicht so ganz mit meinen Regeln vertraut. Ihr seid hier, damit ihr einer Fernsonne ernstzunehmende Kampfmagier werdet. Und ich bin dafür verantwortlich. Wenn ich also eine Frage stelle, dann erwarte ich, dass sie auch beantwortet wird. Er sah streng in die Runde, konnte sich dann aber doch eines Lächelns nicht erwehren. Andererseits ist das auch nicht meine erste Vorlesung und ich weiß, dass eh kein ordentlicher Unterricht möglich sein wird, solange so viele Fragen in euren Köpfen herumschweben. Also bitte. Hals Gesicht hellte sich sogleich wieder auf. Meister Gim, seid ihr tatsächlich ein persönlicher Freund des Kaisers? Stieß er begeistert aus. Gim zog die Augenbrauen hoch und öffnete den Mund halb. Natürlich, na, er war doch einer der Gimpanar, fuhr ein weiterer junger Mann unwirsch dazwischen, bevor Gim etwas entgegnen konnte. Erzählt uns doch bitte von eurem Kampf gegen den Ungenannten, rief eine junge Frau und löste damit ein gespanntes Raunen im schlicht ausgestatteten Saal aus. Tief atmete Gim durch, dann lächelte er abermals milde. Ihr habt gewonnen. Also, alles begann vor nun schon 9 Gimeen. Gim erzählte und erzählte, erst holprig langsam, aber dann sprudelte es förmlich aus ihm heraus. Er hatte schon lange nicht mehr derart intensiv an diese Zeiten zurückgedacht, obwohl er die Geschichte von Gimé und den Gimpanar bereits wohl hunderte Male zuvor erzählt hatte. Stets hatte er einige entscheidende Passagen außen vor lassen müssen. Das hatten sich die Freunde nach ihrem Abenteuer geschworen. Die Welt war damals wie heute nicht bereit für die volle Wahrheit. Als er am Ende seiner Erzählung angelangt war, schaute er im Saal umher und sah ausschließlich zufriedene Gesichter und viele offene Münder. Der Schüler Halt streckte nach einiger Zeit erneut langsam seinen Finger in die Luft. Gim hatte seine Arme vor der Brust verschränkt und nickte ihm stumm zu. »Meister Gim, was ist mit euren Freunden Elana, Marquette und Kilar geschehen?« fragte er zaghaft. »Nun ja«, antwortete Gim, »Marquette lebt mit seiner Familie in einem kleinen Wald in der Nähe von Rohl und streift momentan wahrscheinlich mit seinem Bogen in Anschlag durch das Dickicht, um für das Mittagessen seiner immer größer werdenden Familie zu sorgen. Elana ist gleich nach unserem Abenteuer nach Atara zurückgekehrt. Ich habe leider nie wieder etwas von ihr gehört.« Aber ich denke, es geht ihr gut. Was Kilar angeht, wir sind sehr gute Freunde geworden. Er lebt hier in Utgard, befindet sich aber wohl gerade auf einer seiner Forschungsreisen in... Bevor Gim fortfahren konnte, unterbrach ihn das schrille Quietschen der hölzernen Saaltür. Der weißhaarige Kopf eines alten Mannes schob sich langsam durch den Spalt. Gim erkannte ihn sofort. »Meister Daran, kann ich etwas für euch tun?« fragte er überrascht. »Nun, Meister Gim«, sagte der Alte zaghaft. »Ich wollte nur einmal nach dem Rechten sehen. Ich finde es sehr löblich, wie strebsam ihr seid, aber euer Unterricht dauert nun schon über 3 Vollschlag an und ich hatte bereits nach einem Vollschlag damit gerechnet, mit meinen Schülern diesen Saal nutzen zu können.« Fast erschrocken sah Gim aus dem Fenster und stellte erst jetzt fest, dass es inzwischen zu dämmern begonnen hatte. »Ach, bei Malaos, verzeiht mir, Meister Daran. Ich bin ins Plaudern gekommen, habe die Zeit vergessen. Ihr könnt natürlich sofort mit euren Schülern eintreten.« Er richtete sich an sein Plenum. »Und wir sehen uns morgen. Ich hoffe, ich konnte eure Neugier befriedigen. Und dann erwarte ich Antworten. Verstanden?« sagte er lächelnd und nahm seine lederne Tasche vom Pult. Bevor er die Tür des Saals passieren konnte, tippte ihm Hal vorsichtig auf die rechte Schulter. Gim drehte im Gehen seinen Kopf. »Meister Gim«, begann der Jüngling zaghaft, »eine Frage liegt mir aber noch auf der Seele.« »Und die wäre?« fragte Gim. »Eure Freunde Rovan und Q, hat man ihre Körper je gefunden?« Gims Gesicht verfinsterte sich schlagartig. Er blieb stehen und sah seinen Schüler ernst an. »Nein«, antwortete er dunkel. »Aber es hat auch nie jemand nach ihnen gesucht. Niemand hat es seit jener Zeit gewagt, die Insel zu betreten. Und die sollte auch so bleiben.« »Warum?« flüsterte Hal eingeschüchtert. Gim tat mit ungemindert ernstem Blick einen Schritt auf ihn zu. »Du würdest mich das nicht fragen, wenn du dort gewesen wärst«, sagte er. Dann drehte er sich um und ging. Hal sah ihm noch eine Zeit lang nach. Dann verließ auch er den Saal. Szenenwechsel. Das Städtchen Tholis war schon immer recht entlegen gewesen. Ruhig und beschaulich, westlich am Rande der Nebelsümpfe im nördlichen Aragolon, in eine fruchtbare Landzunge eingebettet. Die gewaltigste der Großinseln, ganz im Osten der bekannten Welt, war seit Urzeiten dünn besiedelt. Fremde kamen selten in diese Gegend, und wenn, dann legten sie mit großen Handelsschiffen am malerischen Hafen des Ortes an und fuhren kurz darauf wieder ab. Niemand von außerhalb hatte viel Interesse daran, sich länger an diesem Teil der Welt aufzuhalten. Zu viele Gerüchte und grausame Geschichten rankten sich um diese Gegend. Geschichten von Dämonen, Drachen und anderen uralten Übeln, die ihr dunkles Unwesen trieben, Kinder entführten und von Zeit zu Zeit ganze Siedlungen dem Erdboden gleichmachten.
Gesa hatte dergleichen noch nie erlebt, obwohl sie hier bereits weit herumgekommen war. Seit sie vor 20 Gemähen geboren worden war, hatte sie immer noch keine Begegnung mit einem Monster oder sonstigen Untier gehabt. Ihr Vater war ein begeisterter Geschichts- und Naturforscher, der seine Familie überall mit hingenommen hatte, um ihnen die Schönheit und Geheimnisse ihrer Heimat zu zeigen. Nie war dabei etwas sonderlich Spannendes geschehen. Nur die Langeweile hatte Gesa bisher zugesetzt. Und auch dieser Abend war mehr als geruhsam. Eigentlich schon eher öde. Sie knüpfte an ihrem Wandbild. Ihr Großvater war bereits in seinem muffigen, ramponierten Sessel vor dem Kamin eingeschlafen. Ihre Mutter las ein Buch und ihr Vater saugte genüsslich an seiner langstieligen Pfeife und blies dicken, rötlichen Rauch in der Wohnstube umher, der süßlich duftete, aber von Zeit zu Zeit in den Augen biss. Einzig ihr kleiner Bruder brabbelte fröhlich in seiner Wiege vor sich hin und verbreitete ein wenig Lebensfreude, die sich bei Gesa an diesem Abend so gar nicht einstellen wollte. »Morgen Abend findet eine Versammlung im Langhaus statt«, brach ihr Vater endlich die Stille. »Willst du hingehen?«, fragte Gesas Mutter. »Aber natürlich, Frau«, brummte er zurück. »Worum geht es denn, Vater?«, fragte Gesa neugierig und in Erwartung einer aufregenden Neuigkeit. »Von Merno her sind weitere Flüchtlinge zu uns gekommen. Von der obersten Küste Torloskins. Und sie haben wohl den Wahn mitgebracht. Ich sag euch, irgendwas geht da vor«, brummte er, während er seine Pfeife leerte, die ihm nicht mehr zu schmecken schien. »Was meinst du, Roman, sind sie ansteckend?«, fragte Gesas Mutter besorgt und strich dem Säugling über das dünne, blonde Haar. »Ich hoffe nicht«, antwortete er. »Aber sicher werden wir das wohl erst in ein paar Sonnen wissen. Ich war vorgestern in der Unterkunft am Stadtrand und einigen von ihnen geht es immer schlechter. Andere verhalten sich merkwürdig, als seien sie ohne ersichtlichen Grund sehr zornig.« Er schien beim Ansaugen seiner neuen Tabakladung zu stark eingeatmet zu haben, denn plötzlich musste er stark husten. Seine Frau schlug ihm beherzt auf den Rücken. »Roman, hast du wieder das alte Kraut rausgekramt? Deine Sparsamkeit wird dich noch ins Grab bringen«, schimpfte sie. Gesa hatte interessiert aufgehorcht und ihr Handwerkszeug sinken lassen. »Sie sind zornig?«, fragte sie. Ihr Vater hatte sich wieder einigermaßen gefangen. Er wischte sich seine Tränen ab, die ihm beim Husten in die Augen geschossen waren. »Und es werden immer mehr. Einer von ihnen redete von der Gorkisbucht und von Fischern, die dem Wahn von See mitgebracht hätten.« Plötzlich war von jenseits der Haustür ein Schrei zu hören. Die Familie sah verschreckt auf. Nur Großvater schnarchte weiter unbekümmert vor sich hin. Dann erscholl noch ein Schrei und ein weiterer. Gesas Vater stand auf und deutete stumm in den hinteren Teil der Wohnstube. Die Frauen folgten. Er öffnete vorsichtig die Tür und sah auf die Straße. Außer dem rot-gelblich schimmernden Licht der Laternen war nichts zu sehen. Die Stirn in Sorgenfalten gelegt, schloss er die Haustür wieder und sah seine Familie ernst an. Dann klirrte es durchdringend. Eines der Fenster zerbarst in tausend Teile, Glas flog umher. Die Familie duckte sich. Ein schwerer Schlag traf die Haustür von außen und ließ Putzbrocken aus der Wand neben den Scharnieren rieseln. »Vater, was ist das?«, rief Gesa und verschränkte ihre Hände über dem Kopf. Die Antwort war ein weiteres Klirren und ein markerschütternder Schrei, eher ein Brüllen, das durch das zerstörte Fenster an ihre Ohren drang und ihr einen eiskalten Schauer über den Rücken laufen ließ. Gesa sah ihren Vater zur Tür laufen und sich mit dem ganzen Körper dagegen stemmen, aber es half nicht. Sie wurde durch einen weiteren, noch gewaltigeren Schlag getroffen, aus den Angeln gerissen und stürzte samt ihrem Vater in das Innere des Hauses. Gesa schloss die Augen, sie hörte ein weiteres Fenster bersten. Ihr Bruder weinte schrill vor Angst und auch ihr Vater ließ einen dunklen Schrei erklingen. Das Brüllen war nun überall, wurde zahlreicher, kam immer näher. Als Gesa es wagte, die Augen wieder zu öffnen, sah sie mitten in das Gesicht eines ihr unbekannten Mannes, der sie mit zornesgeröteten Augen anstarrte und angsteinflößend schnaufte. Reflexartig riss sie ihre Stricknadel hoch und stieß unvermittelt mitten hinein. Der Mann vor ihr tat einen unmenschlichen Schrei, der Gesas Ohren für einen Moment taub werden ließ. Er krümmte sich. Gesa fuhr herum, konnte noch erkennen, wie ein weiterer Fremder ihrer Mutter brutal den Säugling entriss und er zu Boden stürzte. Das verzweifelte Schreien ihrer Mutter war das Letzte, was Gesa wahrnahm, bevor sie ein dumpfer Schlag auf den Kopf traf und sie das Bewusstsein verlor. Als ihre Glieder schlaff wurden, sackte sie zusammen. Laria und Venkor waren schon eine ganze Weile gelaufen, als sie auf einem kleinen Plateau einen Teich erreichten, in den sanft blubbernd ein feiner Wasserfall stürzte. Venkor setzte sich auf einen Felsen am Ufer.
Meine Füße könnten wirklich eine kleine Pause vertragen. Ich bin es nicht gewohnt, ohne Schuhe durchs Unterholz zu spazieren, sagte er und rieb sich seine Fersen. Ist es noch sehr weit bis zum Dorf? Laria setzte sich ebenfalls und streichelte ihren runden Bauch. Nicht sehr, antwortete sie. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Die Hälfte? Stöhnte Venkor und verzog das Gesicht in gespielter Agonie. Du wirst meine Familie lieben, lächelte Laria. Ja, wenn sie verhindern können, dass du bei der Geburt stirbst, habe ich wohl auch keine andere Wahl, als sie zu lieben, sagte Venkor. Wenn es einer kann, dann mein Großvater, sagte Laria und starrte auf die Wasseroberfläche. Venkor stand auf und umarmte sie. Es wird alles gut. Irgendwie kann ich das fühlen. Und außerdem hat Saas versprochen. Er hat versprochen, dass unser Sohn gesund sein wird. Und dass wir von Kor wohl nichts mehr zu befürchten haben, erwiderte Laria dunkel. Als es bereits dämmerte, erreichten die beiden eine riesige Lichtung mitten im Bijin. 1000 kleine Lichter tanzten und flackerten zwischen prächtigen Holzbauten. Die Luft schien zu singen. Wendeltreppen liefen die dicken Stämme der uralten Bäume hinauf. Schmale Fahnen aller Farben wehten in der lauen Abendbrise und blumige Düfte drangen an die Nasen der staunenden Besucher. In der Mitte des Dorfes lag ein großer See, dessen Oberfläche glatt wirkte wie Eis und in dem ein unergründliches blaues Glühen waberte. Kein Lebewesen war zu sehen. Das ist wunderschön, hauchte Venkor fast ungläubig und mit weit aufgerissenen Augen. Sogar noch schöner, als ich es in Erinnerung hatte. Ob sie mich erwarten? Fragte Laria und fasste Venkors Hand. Gemeinsam schritten sie durch die warme Luft über einen kleinen Platz bis hin zu einem gemütlich wirkenden Holzhaus, eher einer großen Hütte, mit einer quadratischen Tür aus einem dunklen Material, das Venkor noch nie gesehen hatte. Laria sah ihn lächelnd an. Bereit? Fragte sie. Muss wohl, gab Venkor gequält lächelnd zurück. Laria verdrehte die Augen und klopfte. Kurze Zeit später schwang die Tür wie von selbst auf und gab den Blick in das hell erleuchtete Innere frei. Augenblicke lang waren die beiden geblendet. Dann hörten sie eine tiefe, schwache Stimme. Purzelbäumchen? Fragte sie überrascht. Palas, Großvater, sagte Laria leise. Eine lange Umarmung und viele Fragen später saßen Venkor, Laria und Großvater an einem runden Tisch mit dicker Platte. Nackt wie die Götter sie erschufen, vor ihrem dampfenden Tee, der einen süßlich herben Duft verströmte. Wo sind Mutter und Vater? Fragte Laria. Ich weiß wohl, mein Kind, dass du fast 20 Gemähen lang fort warst, aber du wirst doch noch unsere Traditionen nicht vergessen haben, antwortete Großvater. Natürlich, es ist Winteranfang. Sie sind mit den anderen zur Quelle gegangen, antwortete sie. Die Quelle? Also die Quelle? Fragte Venkor. Ganz genau, antwortete Großvater. Dort beten sie 9 Sonnen lang, um erfrischt zurückzukehren. Warum bist du nicht mit ihnen gegangen? Fragte Laria besorgt und nahm die Hände des Alten. Kind, ich bin 399 Gemähen alt. Ich denke, das ist nichts mehr für mich, antwortete er sanft und strich mit dem Rücken seiner rauen Finger über ihre Wange. Eine Träne perlte aus Larias Augenwinkel und benetzte den Zeigefinger ihres Großvaters. Dürfte ich fragen, begann Venkor, wurde aber von Laria unterbrochen. Ich erkläre es dir später. Venkor machte ein verkniffenes Gesicht, wusste aber, dass es nun besser war zu schweigen. Deine Mutter und deine Geschwister werden sich sehr freuen, dich zu sehen. Aber ich befürchte, dein Vater, er ist immer noch etwas gekränkt, Purzelbäumchen, sagte der Alte. Ich weiß, Laria schluckte. Nach Lorions Tod war ich nicht mehr dieselbe. Das Leben hier hat's nicht besser gemacht. Ich musste gehen. Ich hoffe, er kann's mir irgendwann verzeihen. Mein Sohn ist ein Sturkopf. Mit dem Alter wird er milder werden, sagte Großvater, klatschte in die Hände und lächelte. Und nun erzähle, was dich bewogen hat, uns nach all der Zeit zu besuchen. Es wird wohl etwas damit zu tun haben, nehme ich an, fragte er und deutete auf Larias Bauch. Wer ist der Vater? Venkor lächelte verkniffen. Du? Ein Mensch? Das ist unmöglich, entfuhr es dem Alten. Er stand auf und sein knielanger weißer Bart schwang dabei hin und her. Das ist kein gewöhnliches Kind, es ist ein Geschenk, sagte Laria beruhigend. Wir befürchten aber, es könnte zu Komplikationen kommen. Mein Kind, das ist arglos gesprochen. Keine Elbin hat jemals die Geburt eines Menschenkindes überlebt. Und ebenso wenig der Spross selbst. Ich weiß, schlurzte Laria, kniff aber sogleich die Tränen ab und sah den Alten eindringlich an. Wir müssen zur Quelle. Großvater starrte ihr einige Momente ernst in die Augen. Dann nickte sie. Die Reise dauert einige Vollschlag. Wir müssen sofort aufbrechen. Szenenwechsel. Kilas Fackel fauchte, als er den zugigen Durchgang betrat. Nach dem ersten Schreck in der Grotte, in der er beinahe über gigantische Knochen gestolpert war, schien ihm dieser Teil des Gewölbes doch recht wenig versprechend zu sein.
Erst schien diese in den Felsen gehauene Röhre sich nicht von den anderen zu unterscheiden, die er in der letzten Zeit zu Gesicht bekommen hatte, doch dann fiel ihm etwas auf. Weit hinten schien ein bläuliches Leuchten die Dunkelheit durchdringen zu wollen und ein fauliger Geruch stieg in seine Nase. Er kniff die Augen zusammen, um schärfer sehen zu können. Dann trat er näher. Tatsächlich, das war neu. Einen Schritt vorsichtig vor den anderen setzend, schlich er sich durch den finsteren Gang, der das Licht seiner Fackel verschlucken zu wollen schien, arbeitete sich mit der Handkante durch unzählige Spinnenweben und endete an einer offensichtlich sehr morschen Tür, durch deren zahlreiche Löcher und Schlitze ein blaues Schimmern drang. Mit pochendem Herzen öffnete er sie und fand sich in einer gigantischen Höhle voll blauem Licht. Gewaltige Felssäulen, wohl natürlich entstanden, ragten vom Boden bis hinauf zu der gewölbten Decke, von der hin und wieder ein Wassertropfen in die Tiefe stürzte, um mit einem hellen Platschen zu zerspringen. Kurz mussten sich seine Augen auf die veränderten Lichtbedingungen einstellen, dann sah er es. Halb seitlich aus einem der hausdicken Stalagmiten ragte der Teil einer Apparatur hinaus, die an ihren oberen Enden eine pulsierende Lichtkugel trug. Jede ihrer flüchtigen Expansionen wurde von einem dumpfen Ton begleitet, der Kilar entfernt an einen Herzschlag erinnerte. Mit offenem Mund trat er näher und besah sich das Gebilde genauer. »Es ist also wahr«, hauchte er entgeistert und streckte seine Hand aus. Er berührte die Metalloberfläche und stellte erstaunt fest, dass sie warm war. Er klopfte darauf. Ein dumpfer Ton erklang. Aber nun hörte er auch noch etwas anderes. Von sehr viel weiter unten, im Bauch der Höhle. Kilar schrak zusammen und ließ seine Fackel fallen. Zum Glück erlosch sie nicht. Es hatte sich beinahe wie Atem angehört, sehr tief und sehr bedrohlich. Mit Schweiß auf der Stirn horchte er in die Stille hinein, die nun herrschte. Wieder erklang das brausende Geräusch, nun noch etwas lauter. Für den Verkünder gab es kein Halten mehr. Hastig hob er seine Fackel auf und begann zu rennen. Wie von Höllenhunden gejagt, hastete er hinaus aus der Höhle, in den dunklen Gang und rannte, so schnell ihn seine Füße trugen. Er übersprang eine Falltür, die er vorher entdeckt und ausgelöst hatte, an dem gigantischen Gerippe vorbei, floh unzählige Treppenstufen hinauf, bis er endlich das Licht der Sonne sah. Er stürmte ins Freie und sah sich um. Dort war nichts. Kein Monster, kein Geräusch, nichts weiter als die Schwärze des mit unzähligen Schriftzeichen verzierten Höhleneingangs, den er vor fast drei Vollschlag hoffnungsvoll betreten hatte. Er schnaufte und stützte sich dabei auf seinen Knien ab. Als er sicher war, dass ihm nichts folgte, richtete er sich wieder auf. »Ich werde Hilfe benötigen«, flüsterte er sich selbst zu. »Ja, das ist ungewöhnlich«, sagte Gim und stellte seine Grenera geräuschvoll auf dem Taverntisch ab. Dann wischte er mit dem Ärmel seines Gewandes über seinen Mund. »Ich sag dir, mein Freund, ich zittere immer noch, siehst du?« stieß Kilar aus und hielt Gim demonstrativ seine Hand vor die Nase. Sie zitterte tatsächlich. »Ich hatte diesen Atem meine ganze Rückreise über in den Ohren und jetzt kann ich sie auch noch hören. Jetzt atme du erstmal tief durch und nimm den Schluck«, versuchte Gim beruhigend auf ihn einzuwirken. »Und dann erzähl mir, was du in den Dorinbergen überhaupt zu suchen hattest. Dir ist schon klar, dass diese Höhlen verboten sind, oder?« »Aber doch nicht für mich. Naja, er wird es schon verstehen. Außerdem weißt du genau, was ich gesucht habe, Gim«, sagte Kilar und sah fast schuldbewusst zu Boden. »Oh nein, Kilar, wirklich? Ist das wirklich dein Ernst?« rief Gim nach kurzem Nachdenken. »Psst«, zischte Kilar. »Sei bitte ein bisschen leise, die Leute gucken schon.« Gim kniff missmutig die Lippen zusammen und sah sich in der Taverne um. Viele Gäste waren nicht da. Einzig ein kleines Krüppchen Alben saß in einer Nische des Schankraums und feierte ausgelassen. Einer von ihnen sang lauthals und ziemlich schief ein altes atarisches Volkslied. Gim drehte sich kurz zu ihm um. Wenn ich euch den Applaus jetzt schon geben würde, würdet ihr dann aufhören zu singen?« Der pausbäckige Alp guckte verdutzt und verstummte. Gim wendete sich wieder seinem Freund zu. »Siehst du, niemand guckt. Niemand interessiert sich für uns. Und du solltest dich auch nicht weiter für, du weißt schon wen, interessieren«, flüsterte er dem Verkünder zu. »Er ist tot, sein Ungetüm ist tot und dabei belassen wir es. Gut?« »Gim, ich«, begann Kilar, wurde dabei aber sogleich unterbrochen. »Wenn du deine Reputation wegschmeißen willst, weil du uralter verbotener Arkanas hinterherjagst, ist das deine Sache. Aber zieh mich da bitte nicht mit rein. Ich hatte wahrlich schon genug davon.« »Und jetzt entschuldige mich bitte, mein Freund, ich habe Unterricht zu geben, damit wir den Orasch etwas entgegenzusetzen haben, falls sie uns doch nochmal angreifen.« Er stand auf. »Gim, ich sage dir, Kelten Kallensborn ist nicht tot. Ich kann es dir beweisen. Und es wird Schlimmes passieren, schlimmer als alles, was wir erlebt haben oder du jemals erleben willst. Komm mit zu mir und gib mir einen Vollschlag.«
Auffordernd sah Kilar den Arkan an. Dieser stand einen Moment nur starr da, verdrehte dann seine Augen und hob die Hände. Einen Vollschlag. Und wehe dir, du erzählst mir das Übliche, dann brenne ich dir ein Loch in deinen Umhang, stieß er resigniert aus. Szenenwechsel. Großvater, Laria und Venkor waren bereits 5 Vollschlag lang auf den Beinen. Die Sonne schickte ihre warmen Strahlen durch die zahlreichen kleinen Löcher im Blattwerk der gigantischen Baumkronen. Bunte Pollen tanzten in der Luft und Venkor sah ihm unbekannte Schmetterlinge mit langen, spitzen, zulaufenden Flügeln, die zwischen den blühenden Büschen umherschwirrten. »Ich kann sie schon spüren, du nicht auch, Purzelbäumchen?« sagte der Alte und strich Laria über den Arm. Es war im Laufe ihrer Reise zum Mittelpunkt des Bijin zunehmend wärmer geworden. Auch die Luftfeuchtigkeit hatte bedeutend zugenommen. Aber Venkor konnte noch etwas anderes spüren. Seine Arme kribbelten und seine Gänsehaut stellte jedes Härchen an seinem Körper auf. Ein merkwürdiges, aber sehr angenehmes Gefühl. »Das ist die Kraft der Quelle«, flüsterte Laria in Venkors Richtung. »Sie durchströmt uns. Soll ich dir etwas zeigen? Vertraust du mir?«, fragte sie. »Aber natürlich«, antwortete Venkor. Sie trat an einen dichten, mannsgroßen Busch und brach einen seiner krallenförmigen, messerscharfen Dornen ab. Dann schnitt sie sich tief in das Fleisch ihres Unterarms. Blut quoll daraus hervor. »Laria, was zum...« wollte Venkor rufen, aber die Elbin unterbrach ihn. »Sieh hin!« Und Venkor sah hin. Das Tropfen des Blutes hörte in Augenblicken auf. Und mit Unglauben beobachtete er, wie sich die tiefe Wunde direkt vor seinen Augen wieder schloss. »In ihrer Nähe sind wir nahezu unsterblich«, flüsterte sie. »Das ist ja unglaublich«, sagte Venkor verdutzt. »Funktioniert das nur bei Elben?« »Ich fürchte ja«, erwiderte Großvater. »Auf Menschen hat die Quelle keinen sonderlich großen Effekt. Vielleicht lässt sie ein paar Gimen länger leben. Jegliche andere Arkanas versagt unter diesen Bäumen. Nur der Wald hat hier die Macht. Und nun seht, wir haben die Quelle erreicht.« Tatsächlich, vor ihnen lag ein kleines Tal, aus dem es warm leuchtete. An seinen Rändern ragten die höchsten und dicksten Bäume auf, die Venkor jemals zu Gesicht bekommen hatte, und in seiner Mitte funkelte Wasser. Es schien aus dem felsigen Untergrund zu sprudeln und flog in unzähligen kleinen Tröpfchen, einem wunderschönen, glühenden Nebel gleich, noch über das Ufer hinaus umher. Am Rande der Quelle knieten in etwa 100 nackte Personen, alle offensichtlich im Gebet versunken und mit geschlossenen Augen stumm nickend. »Ah!« stöhnte Laria laut auf und hielt sich den Unterleib. Sofort blickten sie dutzende Augenpaare verwundert an. »Kein Moment zu früh! Er kommt!« stöhnte sie. Szenenwechsel. »Liest du regelmäßig den Adgarder Kurier?« fragte Kilar und stellte Gim einen Teller mit liebevoll garnierten Schnittchen hin. »Aber natürlich«, antwortete dieser, nahm sich eines mit verführerisch duftendem Frischkäse und biss genießerisch hinein. »Dann weißt du vielleicht auch von Arrakis auf Aragolon.« »Oben bei der großen Bucht?« hakte der Verkünder nach. »Aragolon, unser geliebter Kaiser, hat Konvarus Tarke mit einem Trupp dorthin geschickt, um dort Untersuchungen anzustellen, oder? Dort breitet sich eine unbekannte Krankheit aus. Zum Glück weit weg, was?« »Übrigens sehr lecker, dein Käse«, antwortete Gim kaunt. »Arrakis ist vor 3 Terminen komplett zerstört worden. Sie nennen es den Wahn. Die Infizierten verfallen einem Irrsinn und greifen jeden an, den sie in ihre Finger bekommen können. Und das kam mir irgendwie bekannt vor. Vor über 1200 Gimen gab es so eine Begebenheit schon einmal«, ergänzte Kilar geheimnisvoll. »Kelten noch immer, was?« fragte Gim fast belustigt und nahm einen zweiten Bissen. »Ist das gehackte Brunnenkresse da drauf?« Kilar wuchtete ein dickes Buch direkt vor Gims Nase auf den Tisch und tippte auf eine Textzeile. »Hier, lies das!« Der Arkane schluckte den Bissen herunter, atmete tief ein und aus und beugte sich vor. Er las: »Die Arkanas ist der Atem der Audener. Stoppe den Atem und die Menschen werden frei sein.« Gim unterbrach sich selbst. »Siehst du, genau davon habe ich geredet. Das geht mir hier viel zu weit«, sagte er und schickte sich an, das Buch zuzuschlagen. Mit sanfter Gewalt öffnete Kilar es wieder. »Nun hör mir zu«, sagte Kilar ruhig. »Noch einmal ganz von vorn. Kelden war der größte Arkane, der je gelebt hat. So weit, so bekannt. Er hat versucht, die Arkanas selbst zu vernichten, weil er der Ansicht war, er würde den Einfluss der Götter damit zerstören und die Menschen befreien. Auch das wissen wir.« »Ja«, sagte Gim. »Und wir wissen auch, dass der Irre viele tausend Leben auf dem Gewissen hatte, bevor er gestoppt werden konnte und getötet wurde. Auf einem Scheiterhaufen. Vor Hunderten von Augenzeugen. Verbrannt. Merkst du selbst oder soll ich es dir nochmal erklären?« »Er ist nicht tot«, erwiderte Kilar. »Er ist nur etwas anderes.« »Asche?«, fragte Gim belustigt. »Ja, ja, lach du nur. Er und seine Männer haben alle noch verbliebenen Drachen getötet, bevor er, naja, durchgedreht ist. Zuletzt ein Urdrachenweibchen, das älteste und mächtigste von allen.
Er zog eine Zeichnung aus dem Buch und hielt sie Gim vor die Nase. Ein Ei, sagte dieser. Nicht irgendein Ei, das letzte bekannte Drachenei. Kelden hat es von seiner letzten Reise heim in die damalige akratische Hauptstadt Hyponix gebracht. Der Hofmaler hat dieses Bild davon angefertigt, bevor es auf mysteriöse Weise für immer verschwand. Und jetzt liest das hier noch. Dort wird die Hinrichtung Keldens beschrieben. Kila tippte auf eine Stelle im Buch. Und er war außer sich vor Zorn, geiferte, fauchte und tat kein normales Wort mehr, bis dass seine Knochen verbrannt waren, las Gim vor. Genau. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, Kelden hatte sich bereits aus dem Staub gemacht, flüsterte Kila geheimnisvoll. Gim zog eine Augenbraue hoch. Mhm. Also, ja, ich kann mir denken, worauf du hinaus willst. Es soll tatsächlich so einen Zauber gegeben haben, aber er ist in den dunkelsten Tiefen der Akanas verborgen und da sollte er auch bleiben. Wirklich, Kila. Verbotener geht es eigentlich schon gar nicht mehr. Ich will damit nichts zu tun haben. Gim stand energisch auf und stapfte zur Tür. Sichtlich erregt schlug Kila das Buch geräuschvoll zu und deutete auf Gim. Ich sage dir, er hatte einen eigenen Drachen und hat seinen Geist mit diesem Drachen getauscht. Und wenn das stimmt, dann lauert er immer noch irgendwo im Verborgenen und plant... Was weiß ich, was er plant? Aber gut wird es auf gar keinen Fall sein. Erinnere dich an den letzten Brief, den er noch vor seiner Verhaftung an den König schrieb. Lies ihn nochmal, Gim. Der Arkane drehte sich noch einmal zu seinem Freund um. Wir sehen uns morgen. Schlaf dich mal richtig aus. Dann schüttelte er den Kopf und schloss die Tür hinter sich. Die Schreie waren verstummt. Als Gese erwachte, dröhnte ihr Schädel. Sie spürte ein beunruhigendes Pochen an ihrem Hinterkopf und musste feststellen, dass dort eine beträchtliche Menge Blut an ihren schulterlangen blonden Haaren festgetrocknet war. Ein rötlicher Schleier lag über ihren Augen. Sie blinzelte, bis sie wieder klar sehen konnte. Zuerst erkannte sie ihren Bruder, der stumm auf dem Rücken lag, die Finger seiner winzigen Hände verkrampft und starr zur Decke gestreckt. Daneben lag ihre Mutter auf der Seite in einer braunroten Lache. Ihr Großvater saß noch immer in seinem Sessel neben dem nun erloschenen Kamin. Er atmete nicht mehr. Mühsam stemmte Gesa sich hoch und schrie kurz auf, als ihr ein stechender Schmerz durch den linken Arm fuhr. Eine tiefe Wunde klaffte darin. Tränen schossen in ihre Augen und rannen schwarz ihre verrußten Wangen hinunter. Sie schluchzte. Langsam ging sie zu dem rechteckigen Loch in der Wand, in der sich einmal die Haustür befunden hatte, die nun auf dem Boden lag. Mit lautschlagendem Herzen sah sie auf die Straße. Die Sonne schien inzwischen hell, warm und freundlich aus einem tiefblauen Himmel. Auf die teils in Trümmern liegenden, teils immer noch brennenden Häuser und Hütten, in denen sich nichts und niemand regte. Gesa, hauchte eine schwache Stimme unweit neben ihr. Sie fuhr herum und sah ihren Vater, der schlimm zugerichtet neben dem Eingang an der Außenmauer des Hauses lehnte und sich den Bauch hielt. Blut floss beim Sprechen aus seinen Mundwinkeln. Vater, rief Gesa und fiel vor ihm auf die Knie. Es waren so viele, flüsterte er. Vater, ich hol Hilfe, entgegnete sie weinend. Doch noch bevor sie sich erneut aufrichten konnte, fasste ihr Vater sie am Arm. Bitte bleib, sagte er kraftlos und sah ihr tief in die Augen. Sie dachte für einen kurzen Augenblick, seine Pupillen unkontrolliert zucken zu sehen, als könnten sie sich nicht recht auf einen Punkt in ihrem Gesicht fokussieren. Es breitet sich aus. Lauf nach Naburi. Du musst sie warnen. Ich hab dich sehr lieb, sagte er und versuchte zu lächeln. Plötzlich wurde der Griff seiner Hand fester. Vater, ich, schluchzte sie, riss sich angsterfüllt und mit einem spitzen, kurzen Schrei los, als die Nägel seiner Hände sich bereits in ihr Fleisch bohrten. Ihr Vater knurrte und versuchte, sie erneut zu packen. Erschrocken richtete Gesa sich auf und lief in Panik davon. Sie stob die menschenleere Straße entlang an unzähligen Leichen und Rauchfahnen vorbei, die, vom Wind zu Wirbeln geformt, in den warmen Frühlingshimmel gehoben wurden. So schnell sie ihre Beine trugen, rannte sie immer weiter, hinaus aus der Stadt, bis in den angrenzenden Wald hinein, durch den sich der schmale Fußpfad Richtung Naburi schlängelte. Noch bevor sie das kleine Dorf erreicht hatte, konnte sie bereits den Feuerschein am sich langsam verdunkelten Horizont erkennen. Sie roch den Rauch. Naburi brannte. Das, vor dem sie zu fliehen versucht hatte, war bereits hier. Mädchen, sagte eine kräftige Stimme hinter ihr, erschrocken vor Gesa herum. Der attraktive junge Mann mit dem dunklen Teint, der sie angesprochen hatte, trug eine goldene Rüstung, auf deren Brust ein Ornament in Form eines goldenen Löwenkopfes prangte. Ein dicker Zopf schwarzen krausen Haares hing aus der Hinterseite seines ebenso goldenen Helms und war an zwei Stellen mit bläulich schimmernden Metallspangen gebunden. »Was machst du hier draußen?«, fragte er ruhig. »Mein Dorf«, stammelte Gesa, nachdem sie sich von ihrer Überraschung erholt hatte.
Es wurde angegriffen, meine ganze Familie, sagte sie, bevor ein dicker Kloß ihr die Kehle verstopfte. Bist du den ganzen Weg aus Tholis hierher gerannt? Fragte der Mann besorgt und machte vorsichtig einen Schritt zurück. Ich? Warum weicht ihr vor mir zurück? Fragte Gesa erschrocken. Entschuldigt, mein Name ist Corin Takir, Kaiser Gedis, Konvarus der Goldenen Löwen. Und ihr heißt? Fragte er und deutete eine Verbeugung an. Gesa Romansdal, antwortete die junge Frau und schaute sich in Richtung Dorf um. Es verbreitet sich sehr schnell. Wisst ihr, was vor sich geht? Corin zog die Schultern hoch. Nicht genau. Ich befand mich ebenfalls in Tholis, als es begann. Wir wollten nach Arrakis und Proviant laden. Meine Gardisten wurden mit einer Art Krankheit infiziert und haben mich hinterrücks attackiert. Aber als ich wieder zu mir kam, waren alle tot oder fort. Als ich Naburu erreichte, bot sich mir dasselbe Bild. Kommt, wir müssen weg von hier. Mein Schiff liegt immer noch in Tholis. Wir müssen dorthin zurück. Aber zunächst sollten wir uns um eure Wunde kümmern. Sie sieht nicht gut aus. Szenenwechsel. Trete zurück, junger Mann. Ich hole meinen Enkel. So ist es Tradition, sagte der großgewachsene Elb und schob Venkor unsanft beiseite. Immerhin danke für den jungen Mann, brummte Venkor und fügte sich. Aber müssen denn wirklich alle dabei zusehen? Fragte er und deutete auf die knapp 100 anwesenden Männer, Frauen und Kinder, welche gebannt die am Ufer der Quelle halb sitzende, halb auf den Rücken liegende Laria betrachteten, wie sie, fest ihre Augen zugekniffen, die Wangen dick aufblähte und angestrengt presste. Atme, mein Kind, flüsterte Larias Mutter ihr zu und strich sanft über ihr Haar. Ich glaube, ich sehe was. Du machst das toll, Purzelbäumchen, sagte Großvater und klatschte begeistert in die Hände. Venkor verdrehte die Augen. Ihm war das alles jedoch sichtlich unangenehm. Trotzdem verharrte er weiterhin wortlos an Larias Rechten und hielt ihre Hand so fest, wie er konnte. Das musste er auch, denn sonst wäre sie wohl zerdrückt worden. Komm, noch ein letztes Mal, Tochter, rief ihr Vater und stemmte seine Füße in den schwarzen Sand der leuchtenden Quelle. Laria nahm all ihre Kraft zusammen und presste. Nach einem kräftigen Ruck und einem Moment der anschließenden Stille versuchte Venkor einen Blick auf das zu erhaschen, was Larias Vater mit aller Kraft aus ihrem Schoß gezogen hatte und nun ungläubig anstarrte. Was ist? Warum schreit es nicht? Was ist los? Fragte Venkor und sah nun auch Larias erschöpften Blick auf das kleine, regungslose Etwas in den Händen des Elben. Sprecht mit mir, geht es ihm gut? Rief er erregt und stand auf. Sei still! Befahl Larias Vater und hielt das kleine Wesen in die Höhe, während es seinen Kopf mit der Hand stützte. »Es ist ein Junge!« rief er der Menge zu. Ein Lächeln und Strahlen ging durch die Reihen, aber kein Laut entfuhr ihren Lippen. Dann drehte er sich Venkor und Laria zu. »Bakaira war euch wohlgesonnen. Er lebt«, sagte er ruhig und gab das Kind an seine Tochter, die es sogleich sanft in den Arm nahm. »Elbenkinder schreien nicht, Dummkopf, sei froh«, flüsterte Großvater Venkor zu und blinzelte ihm lächelnd zu. Freudestrahlend kniete Venkor sich neben Laria und sah sich seinen Sohn genauer an. Er sieht aus wie ein Mensch. Nicht mal spitze Ohren hat er, hauchte er. Sag ich doch, antwortete Laria. Und jetzt will ich kein Wort des Zweifels mehr aus deinem Mund hören, klar? Sie lächelte und küsste ihn. In diesem Moment schlug der Kleine die Augen auf. Sie leuchteten leicht. Das ist ein Nebeneffekt der Quellengeburt. Das verfliegt bald wieder. Er wird ein langes und gesundes Leben haben, sagte Larias Mutter. »Ja, wie sollen wir ihn denn nun nennen? Spätestens jetzt müssen wir uns doch wohl entscheiden«, sagte Venkor leise. »Nun, du warst nicht recht mit Rovan zufrieden und ich fand Alrik nicht besonders wohlklingend. Aber wie wär's mit einem Kompromiss? Eine Mischung aus beiden Namen unserer Freunde, die gegangen sind. Mit einer Note deines phylitischen Erbes?« flüsterte sie zurück. »Das wär perfekt«, nickte Venkor und lächelte milde. »Also, wie soll euer Sohn heißen?« fragte Larias Vater mit lauter Stimme. Laria antwortete ebenso laut, damit es jeder hören konnte. Alvan! Szenenwechsel. Gim schlug die Augen auf. Er kapitulierte. Er hatte es wahrlich versucht, sich hin und her gedreht. Am Schlafen war aber nicht zu denken. Er ließ einen Fuß aus dem Bett auf den kalten Boden fallen und richtete sich dann ganz auf. »Verflucht, Killer!« schimpfte er leise vor sich hin, während er, eine Fohlmooslampe in der Hand haltend, durch sein Schlafzimmer in das Kaminzimmer tapste und vor dem Bücherregal stehen blieb. Er leuchtete die zahlreichen Ebenen ab, bis er gefunden hatte, wonach er suchte. Er zog ein Buch heraus, das den Titel »Mengorianische Geschichte Band 27« auf dem Rücken trug und legte es auf seinem Schreibtisch ab. Einige Zeit lang blätterte er, dann hielt er inne. Mein König, ich hoffe, ihr könnt mir meine Taten einer fernen Sonne verzeihen. Aber denkt nicht, dass sie mich reuen.
Kein Wesen auf dieser Welt weiß besser, wozu die Arkanas imstande ist. Ich musste es ihnen vor Augen führen. Ich musste ihnen zeigen, was geschehen wird. Und möget ihr mich auch fangen, binden und töten, ihr könnt nicht verhindern, was ich zu tun gedenke. Nicht einmal Malaos selbst vermag dies mehr. Erkennt ihr jetzt, was ihr angebetet habt? Was es euch und allen anderen bereiten wird? Es ist gleich, was ihr mit mir anstellt, nur seid euch sicher. Ich werde noch da sein, wenn ihr und die Euren längst vergangen sind. Und ich werde warten, bis die Zeit gekommen ist. Nehmt es hin! Die Arkanas muss vergehen! Lebt wohl, mein Freund! Gim sah auf und blinzelte in seine Lampe. Warum um alles in der Welt würde jemand die Arkanas vernichten wollen? Und vor allem, wie? Flüsterte er vor sich hin und kniff seine Augen halb zusammen. Szenenwechsel. Glaube nicht, dass ich die letzten 19 Gemeen einfach so schnell vergessen werde, Tochter, sagte Larias Vater streng und wog dabei den kleinen Alvan hin und her, der sich gemütlich auf seinem Arm zusammengerollt hatte. Jetzt ist es aber genug, Tarian, sagte Larias Mutter und warf ihrem Gemahl einen strengen Blick zu. 19 Gemeen, Lonia, erwiderte dieser und sah augenblicklich verzückt zu dem kleinen Bündel hinab, als dieses einen glucksenden Laut von sich gab. Es tut mir leid, Vater, aber unser Dorf zu verlassen und dieses abgeschiedene Leben mit euch hier im Bijin, das war nicht das, was ich nach Lorions Tod gebraucht habe. Ich musste mich selbst finden, sagte Laria und strich ihrem Sohn sanft über die Wange. Ich glaube, er hat schon wieder Hunger, erwiderte Tarian nur und reichte seiner Tochter das Kind. Vorsichtig nahm sie es. Laria, er kann das verstehen, glaub mir, sagte Lonia. Er kann es nur noch nicht zeigen. Ich hoffe nur, es ist dir inzwischen gelungen, dich selbst zu finden. In all dem Krieg und Elend da draußen. In einem Leben, das Bakaira lästert, brummte ihr Vater. Bei seinem letzten Satz sah er Venkor missmutig an. Dieser gab sich ungerührt. Sie hätte es schlechter treffen können, würde ich sagen, erwiderte er lakonisch und schlürfte seinen Tee. Er ist etwas ganz Besonderes, warf Großvater ein und nickte bekräftigend. Danke, dass ihr das sagt, begann Venkor lächelnd. Der Alte unterbrach ihn. Ich rede doch nicht von euch, Dummkopf, ich mein Alvan. Klar, sagte Venkor und trank hastig weiter. Er ist ein Geschenk der Götter, der einzige seiner Art. Er könnte gar der Auserwählte sein, fuhr Großvater fort. Oh nein, mein Bedarf an Auserwählten ist nun wirklich auf ewig gedeckt, winkte Venkor ab. Wie meinst du das, Großvater? Fragte Laria, ohne den Worten ihres Mannes Beachtung zu schenken. Du warst wirklich sehr lange fort, Purzelbäumchen, was? Der Alte stand auf. Von Zeit zu Zeit, wenn die bösesten der bösen Mächte im Spiel sind, stehen selbst die Götter einer Bedrohung gegenüber, welche sie nicht selbst zu beseitigen imstande sind. Dann schicken sie ihren Attial, einen Boten, eine göttliche Waffe, die das Böse dorthin schickt, woher es auch immer gekrochen sein mag. Vor kurzem ist dies bereits geschehen. Ja, wir waren mittendrin, seufzte Venkor. Und ihr habt die Welt gerettet. Die neun Gimpana haben das Böse zurückgedrängt. Die neun ist eine mächtige Zahl, die heilige Zahl der Malausianer. Aber unser Glauben kennt eine noch weit mächtigere. Die zwei, sagte Tarian. Großvater nickte. Sonne und Mond, Licht und Schatten, Leben und Tod. Nur Paare sind das wahre, was? Grinste Venkor. Still, fuhr Tarian ihn an. Das ist eine ernste Sache. Mein Vater weiß, wovon er redet. Er ist wahrscheinlich das älteste Wesen auf dieser Großinsel. Das fürchte ich auch, mein Sohn, sagte der Alte lächelnd und klatschte fröhlich in die Hände. Auch das Böse kommt paarweise, mein einfältiger Freund. Das war schon immer so. Wir mögen vielleicht noch einmal davongekommen sein, aber neben der unseren gibt es doch eine andere Welt, die bedroht sein könnte. Kapitel 2 Erde. Al sah in den Spiegel. Und das erste Mal seit langer Zeit gefiel ihm, was er dort sah. Mit angestrengtem Gesichtsausdruck spannte er seine Muskeln an und beobachtete, wie eine Schweißperle langsam seinen Bizeps entlang lief. Komm zum Ende, Al! Wir waren gleich dicht! Es wäre nett, wenn du die Hanteln dieses Mal ablegst, dass man sie auch morgens wiederfindet, okay? Al ließ die Arme sinken. Alles klar, Alma, ich lern's noch, rief er zurück und griff nach seinem Handtuch. Er legte die schwere Hantel zurück in den dafür vorgesehenen Halter und schlüpfte in seine Badelatschen. Langsam, aber mit einem Lächeln auf den Lippen, ging er durch den neonlichtgefluteten Raum an den Laufbändern und den Spinningrädern vorbei zu den Umkleidekabinen. Das Licht erlosch hinter ihm. »Bis morgen!« rief er in die Schwärze hinein. »Bis morgen, Yael!« rief die sympathische Frauenstimme zurück. Er betrat die kalten Fliesen des Umkleideraums und ging zu einer blauen Spinntür. Er legte eine Hand darauf und hielt einen Moment inne. Er schloss die Augen. Mit einem Ruck öffnete er die Tür,
und seine Lieder zugleich. Dort war nichts zu sehen, außer seiner Straßenkleidung, seinen Schuhen und seiner Sporttasche, aus welcher der obere Teil einer grünen Duschgelflasche ragte. Erleichtert atmete Al aus und schüttelte grinsend den Kopf. Er griff nach ihr und schloss die Tür. Wohltuend warme Tropfen übergossen seinen Körper. Vielleicht war der Brausekopf doch ein wenig zu hart eingestellt. Al drehte daran und begann sich einzuseifen. Plötzlich erlosch das Licht im großzügigen Duschraum. Er stand im Dunkeln und drehte das Wasser ab. Alma! Rief er in Richtung Tür. Hey, ich bin hier noch drin! Als wäre es eine Art Antwort, begann plötzlich der Duschkopf neben ihnen einen zischenden Wasserkegel auszuspucken. Er leuchtete und spendete ein wenig Licht. Al war wie erstarrt und wagte nicht, sich zu rühren. Dann schlug er die Hände vors Gesicht. Alles ist gut. Ich bin stark. Das ist nicht real. Flüsterte er dreimal leise vor sich hin und wippte dabei leicht mit dem Oberkörper vor und zurück. Urplötzlich hörte das Zischen auf. Langsam nahm er die Hände von seinen Augen und öffnete sie ein Stück. Alles war ruhig. Und auch die Leuchtstoffröhren tauchten den Raum in ihr grelles, unwirkliches Licht. Al atmete schwer, beruhigte sich aber wieder. Alles ist gut. Ich bin stark. Das ist nicht real, flüsterte er noch einmal bekräftigend. Das haben Sie wirklich sehr gut gemacht, Alphons, sagte die etwas korpulentere Dame, die in einem gemütlichen grünen Samtsessel direkt gegenüber Al saß. Sie richtete ihre Lesebrille und warf einen Blick auf ihre Notizen. 9 Wochen ist das letzte Mal her, fragte sie. Ja, antwortete Al unsicher. Das ist gut. Die Abstände werden bedeutend größer. Was habe ich Ihnen gesagt? Es ist wirklich ein gutes Zeichen, sagte sie bekräftigend und schlug die Beine übereinander. Fast so lange haben Sie auch schon Ihre Wohnung, oder? Al nickte. Das tut Ihnen gut. Und der Kampfsport bekommt Ihnen offensichtlich auch, sagte sie lächelnd. Ich muss mich noch einleben. Das letzte Jahr war nicht sonderlich angenehm, erwiderte Al. Das ist ganz normal. Eine regelmäßige Beschäftigung kann Ihnen dabei helfen. Ein normaler Alltag, verstehen Sie? Haben Sie schon gesucht? Ja, das habe ich tatsächlich, sagte Al und lächelte verlegen. Toll. Und wo genau wollen Sie hin? Fragte die Dame. Sie werden es nicht glauben, antwortete Al. Ich habe meine alte Firma kontaktiert. Sie hat sich ganz schön gemacht, seit ich weg bin. Zufälligerweise ist sie sogar vor kurzem hier in den Nord Tower gezogen. Hier im World Trade Center? Alle Achtung, Alphons, aber ich weiß nicht, ob das so gut wäre, antwortete die Dame und legte ihre Stirn in Sorgenfalten. Aber Miss Parker, ich kann doch nichts anderes als Buchhaltung, erwiderte Al verkniffen. Sie können alles, was Sie wollen, antwortete Miss Parker. Wir arbeiten jetzt schon miteinander, seit Sie aus der stationären Behandlung entlassen wurden. Und wir haben bisher noch nicht klären können, was Ihre psychotische Phase ausgelöst hat. Die Medikamente scheinen zwar zu wirken, aber solange wir uns dem Auslöser nicht zumindest angenähert haben, sollten Sie sich nach einer leichten, weniger stressigen Tätigkeit umsehen. Benötigt Ihr Fitnessstudio nicht noch Helfer? Al sah auf. Miss Parker, er wurde vom Piepen des Timers unterbrochen, den seine Therapeutin an ihre Armbanduhr gestellt hatte. Sprechen Sie ruhig aus, Alphons. Ich wollte nur sagen, vielleicht haben Sie recht. Sie haben irgendwie immer recht. Er lächelte. Sie sind auf einem wirklich guten Weg. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie, wenn Sie weiterhin so gute Fortschritte machen, wieder in Ihrem alten Beruf arbeiten können. Aber noch ist es nicht so weit. Wir sind einfach noch nicht lange genug dabei, sagte sie und lächelte zurück. Al schluckte. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Stellensuche. Lassen Sie sich doch bei Lisa noch einen Termin geben. Ich bin nächste Woche nämlich im Urlaub. Einverstanden? Al verließ das Büro und trat an den Empfangstresen. Na, Al, neuer Termin? Fragte sie. Ja, gern, antwortete er schüchtern. Wie wäre es mit dem 11.09.? 8.30 Uhr? Klingt gut, antwortete Al. Dann also bis übernächsten Dienstag? Die junge Frau nickte, schwieg einen kurzen Moment. Dann fragte sie, es sei denn, wir könnten vielleicht mal am Wochenende was zusammen essen gehen? Das Taschenbuch zu Der neunte Weg, Alvan, gibt es ab dem 9.09.2024 auf Amazon. Auch als E-Book- und Hardcover-Ausgabe mit Illustrationen. Den ersten Teil, Der neunte Weg, Gimé, findet ihr dort natürlich auch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr zugreifen würdet. Es wird echt spannend. Euer Tom. Wir hören uns. Reflecting dreams and secret feelings, magic waters draw us near. Oh, the forest speaks in silence, songs of leaves and gentle streams, echoes fading into twilight, where the fountain weaves our dreams.
distant chorus, serenade the sky with grace. Flowers blooming bright, adorning, painting life on nature's face. Moonlight dances on the surface, ripples carry tales untold. Through the night, the stars bear witness to the fountain's age-old gold. Oh, the forest speaks in silence, songs of leaves and gentle streams, echoes fade.